Tag 2 in der Bike Republic Sölden. Ich habe mich jetzt schon umgezogen, wir haben ordentlich und gemütlich gefrühstückt. Jetzt packen wir die Räder aufs Auto, dann fahren wir runter nach Sölden und dann starten wir in Tag 2. Bin mega gespannt, Maurice hat leider am Nachmittag einen Bikeparkkurs von 14 bis 17 Uhr, da werde ich mal ein bisschen alleine losziehen. Vielleicht schaue ich mir noch mal ein paar Trails von gestern an oder suche mir mal ein paar neue raus. Sehen, Maurice hat jetzt für früh ein bisschen was geplant, ein paar andere neue Trails, vielleicht ein paar Single Trails. Mal schauen, ich nehme euch einfach mit, viel Spaß. Diesen Tag war Yannick mit dabei, der ist auch Bike Guide in Sölden gewesen. Der hat zusammen mit Maurice gewohnt. Cooler Typ, Holländer, aber wie gesagt, man merkt, dass die zwei jeden Tag dort fahren. Die wissen einfach, wo sie abziehen müssen, können und kennen die Linien einfach in- und auswendig. Danach ging es auf die Terra Line. Diese Line ist auch wie ein Flowtrail gebaut, aber ein bisschen sprunglastiger, sage ich jetzt mal. Der hat viele kleine Hügel, macht auf jeden Fall mega Gaudi die Strecke. Diese beinhaltet auch diesen berühmten großen Wallride aus diesem Holz. Danach ging es auf die Zahnline, die wie eine kleine Jumpline ist. Die ist relativ kurz und endet auch wieder auf der Terraline. Also ist zwar als schwarz gekennzeichnet, aber auch da kann man alles fahren. Beziehungsweise wenn man die Sprünge sich nicht zutraut, ist ein kleiner Chicken Way immer drumherum. Diese Line macht echt mega viel Spaß. Die Sprünge sind richtig, richtig gut gebaut. Wie schon im ersten Video sind die Strecken einfach viel zu lang, um euch die im ganzen Video zu zeigen. Wie gesagt, ich lade alle Strecken, die neu sind, die ich 2019 noch nicht gefahren bin, nochmal als komplettes Video dann einzeln hoch.
ich will die Biber. Dann ging es auf einen neuen Trail, den bin ich 2019 noch gar nicht gefahren. Den Nene Trail, das ist ein schwarzer Trail, der relativ naturbelassen ist. Mega geiler Trail, sehr, sehr downhill-lastig, sehr technisch. Oben das erste Stück geht relativ, da sind viele Kurven, viele Steinfelder und Steine, wo man mal drüber treten muss, muss aufpassen, dass man mit der Pedale nicht hängen bleibt. Ist ein sehr, sehr vielseitiger Trail. Im Mittelstück geht es dann ein wenig, ein paar Wurzeln, ein paar Kurven, nicht der Rede wert. Unten kommt dann ein paar Spitzkernen, die man echt, also man muss Spitzkern fahren können, um da durchzukommen. Weiter unten wird er dann etwas ruhiger. Maurice hat mir erzählt, unten haben sie den Nene Trail etwas entschärft, weil dort relativ viele Unfälle passiert sind. Aber Fazit von diesem Trail, mega geil, wäre ich gerne öfters gefahren.
dann sind wir wieder auf die andere Seite, also etwas weiter unten im Ort, sage ich, auf einer anderen Seite, einfach ein Stückchen weiter unten in dem Ort und sind den Leiterberg Trail gefahren und vorneweg finde ich diesen Trail einfach mega geil. Das ist ein richtiger Enduro Trail, also man muss mal bergauf treten, man kann es rollen lassen, Downhill Passagen, Spitzkern, mega geil. Das erste Stück ist relativ einfach. Dort muss man aber aufpassen, das ist gleichzeitig auch ein Bomberweg, deswegen nicht so dolle Langheiten, wenn jemand so dreht. Dankeschön. Danke. Alter, das Stück war geil. Der Trail ist sehr zerstückelt. Also der ist insgesamt 11 Kilometer lang. Man kommt immer über solche kleinen Wege oder Zubringer-Trails wieder auf den richtigen Trail. Wie gesagt, dieser Trail war einfach mega geil. Ah ja, okay, okay. Wow, a little bit here. Ihr seht, es sind sehr, sehr viele Bergaufpassagen nachher im Ort, ein Stück dabei, man muss öfters mal bergauf hochtreten. Was aber auch echt im Trail einen kleinen Kick verleiht, ist halt ein richtiger Enduro-Trail.
hat mich weg hier. Daneben. Dann hatte Maurice seinen Bike-Kurs und ich bin dann nochmal los. Ich bin das obere Stück Terrain gefahren, was halt früh noch nicht offen war. Das ist komplett neu geshaped und neu gebaut worden. Daran habe ich mich gleich mal probiert. Auch dieses Stück macht wieder mega viel Spaß. Und ja, dann bin ich einfach nochmal die coolen Flowlines rumgefahren und habe den Tag dann nochmal ausklingen lassen. Und dann war der Kurztrip für mich auch leider schon vorbei. Hat es mega, mega viel Spaß gemacht. Dadurch, dass Maurice jetzt unten ist, denke ich, dass ich öfters mal da runterfahren werde. Lohnt sich einfach, wenn man jemanden vom Ort hat, wo man auch nicht pennen kann, der sich auch nicht dort auskennt. Vielen Dank an Maurice fürs Guiden. Hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. So, ich bin wieder zurück aus Österreich. War ein mega geiles Wochenende. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war jetzt die Heimfahrt. 8,5 Stunden durch einen Haufen Stau und so eine Scheiße, naja, kann man nicht ändern. Auf alle Fälle war ein mega geiles Wochenende, geil mal wieder mit Maurice gefahren gewesen zu sein. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so wäre, Like und Abo nicht vergessen. Ich würde mich riesig drüber freuen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.